Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So, heute möchte ich gerne auf eine Frage von euch eingehen und zwar hat der Sascha Günther gefragt: Hi, ich würde mich freuen, wenn du mehrere Updates über den Garten geben könntest. Das werde ich im heutigen Video machen. Einmal hier meinen kleinen Garten zeigen, wie das hier so quasi um den Kräuterteich aussieht. Da hinten im Folientunnel, da hat sich noch nicht so viel getan, da wird es aber in den nächsten Videos dann weitergehen auf jeden Fall. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob euch sowas interessieren würde, wenn ich hier zum Beispiel jeden Mittwoch immer so ein Video mache, wo ich dann nur auf eure Fragen eingehen würde. Und das quasi nicht auf dem Wochenende packen würde, sondern am Wochenende dann die Videos zeigen würde, wie ich hier irgendwas halt mit Aquaponik, mit den Koi und so mache. Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Also schreibt mal unten gerne in die Kommentare und wenn ja, packt am besten auch gleich ein paar Fragen dazu. Dann können wir gleich im kommenden Mittwoch ein erstes Fragenvideo machen. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich nicht mal so die ganzen Outtakes hinten mit dran packen sollte. Vielleicht ist da mal was Lustiges dabei, habt ihr noch ein bisschen was zu lachen. Und ich denke mal, ich werde das mal probieren jetzt in diesem Video. Jetzt eben schon bei der Anmod habe ich schon einmal verkackt. Das packen wir dann hinten mit dran. Dann könnt ihr gerne einmal anschauen und ja, warum soll man das Material denn nicht zeigen? So, würde ich sagen, nicht weiter quatschen. Jetzt zeige ich euch einmal, wie hier so der Garten aussieht. So, hauptsächlich werde ich euch jetzt so diesen Teil zeigen. Hier seht ihr noch diese Schilfromatten, die sollen da hinten noch Verkleidung werden. Und da sieht halt noch nicht so schön aus, da soll noch so ein Filterdeck drauf. Also wenn wir jetzt eher hier so auf den Teich eingehen, dann wollen wir gleich mal mit der Pflanze anfangen, wo immer ganz, ganz viele Leute in die Kommentare schreiben, was ist das für eine Pflanze? Und zwar, das ist ein winterharter Bubikopf. Ich packe euch unten mal einen Link rein, könnt ihr gerne mal draufklicken, dann seht ihr, was das für eine Pflanze ist. Und ja, man sieht ja so ein paar Löcher so zwischendrin, so wie da, wie hier. Das ist leider ein bisschen vertrocknet. Da war ich ein bisschen ja, nicht so hinterher mit dem Gießen. Aber so, wenn ihr euch anschaut, ist ein schöner Bodendecker. Wächst so nach und nach immer weiter. Da hinten sieht man auch, habe ich so einen kleinen Trampelpfad, da wo es nur grün ist, da sind quasi die Blüten dann kaputt. Aber ihr seht, ich laufe da halt ab und zu mal lang und der wächst trotzdem da weiter. Ja, und der Plan ist, dass der dann halt auch irgendwo noch da hinten bis zum Zaun wächst. Und das dann alles voll mit Bubikopf ist. So, dann haben wir hier eine Eibe, eine Taxus. Und ja, das ist einfach so ein kleiner, flachwachsender, soll mal so eine kleine Hecke hier werden. Finde ich, sieht ganz schick aus. Und ja, hier ist unsere Stufe, hier kann man hoch. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal hier in der Ecke an und gehen dann nach und nach einmal rechts rum. Das ist halt eine Art Kiefer, so eine flach wachsende Kiefer. Pinus, irgendwie sowas. Ja, finde ich auch ganz schick. Hat leider ein bisschen so mit Wollläusen zu kämpfen. Die spüle ich immer wieder mit dem Gartenschlauch ab. Funktioniert ganz gut. Ja. Dann geht es hier weiter. Ein portugiesischer Kirschlorbeer. Finde ich auch ganz cool, eine immergrüne Pflanze. Hat sehr schöne Blätter, finde ich. Dann hier ganz, 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 ganz winzig. Das ist eine Indianerbanane, die Pau Pau. Die soll wirklich nachher Früchte tragen, ist winterhart. Und ja, die Früchte sollen so bananig, mangoig, nicht so richtig zuordnerbar schmecken. Und auch je nach Reife, Zeitpunkt anders schmecken. Also da bin ich doll gespannt. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir unsere Punica Granatum. Der Granatapfelbaum, wie ihr seht, da oben veredelt, leider nicht so schön veredelt, habe ich so gekauft. Ich habe noch so zwei selbstgezogene, jetzt kommen Wolken, die zwei selbstgezogenen, die möchte ich noch veredeln mit denen hier und dann will ich es ein bisschen vernünftiger machen oder versuchen. Nicht, dass es oben nur so ein punktueller Knubbel ist, das finde ich nicht so schön. Ja, dahinter haben wir irgendeinen Farn, wird jedes Jahr auch mehr, hat immer mehr Ausläufer, da hinten sieht man auch wieder. Ein so einen kleinen nebenan. Ja, finde ich, sieht ganz schön aus. Hängt dann so im Sommer so ein bisschen über den Teich rüber, stirbt überirdisch im Winter wieder ab. Ja, sieht ganz schick aus. Übrigens, der Granatapfelbaum, das habe ich eben vergessen, ist auch Winter hat. Und da erhoffe ich mir auch, dass man dann in den nächsten Jahren mal ein paar Granatäpfel ernten kann. So, ihr merkt, die Sonne nervt ein bisschen. Mal ist sie da, mal nicht. Ich muss dann hier mal ein bisschen den ISO-Wert anpassen. So, dann gehen wir hier weiter. Hier sitze ich immer gerne, kann dann schön zu den Kois gucken, sie füttern. Hier steht dann das Babyfutter für die Babykois. Kann man da nochmal einen Blick reinwerfen. Ja, aber darum soll es heute nicht gehen. So, dann kommen wir hier zu unseren Hanfpalmen. Davon habe ich insgesamt hier draußen vier Stück stehen. Einmal die große, da hinten die große und da hinten noch zwei kleinere in Töpfen. Zu den beiden größeren gibt es schon ein Video, das verlinke ich euch einmal oben. Könnt ihr euch gerne einmal anschauen, da seht ihr, wie ich die eingepflanzt habe. Ja, haben schon einen schönen Stamm,
freue mich schon drauf, dass wenn die mal so richtig groß ist, dass man quasi unter der Palme durchlaufen kann. Jetzt bleibt man noch in den Wedeln hängen. Aber wenn es gut läuft, kann so eine Palme, ich glaube, so um die 30 cm machen im Jahr. Wenn man sich hier die Mitte anguckt, da kommen ordentlich neue Speere raus. Das sind dann quasi die neuen Blätter. Ich glaube, das sind jetzt 3-4 Stück. Ja, und wenn man sich so die neuen Blätter anschaut, die sehen dann auch wieder ganz schick aus. Und ja, mit der Zeit gehen die halt kaputt. Gerade stürmisch ist, gehen die halt leider ein bisschen kaputt. Ist auch relativ winterhart, kam bis minus 18 Grad ab. Aber halt nur über einen kürzeren Zeitraum. Wenn wir mal wirklich wieder einen richtigen Winter kriegen sollten, müsste man die auch ein bisschen schützen. So, hier haben wir den nächsten Bodendecker. Der wächst hier so auf der Schräge. Da fällt mir der Name gar nicht ein. Irgendwas mit Flieder, blende ich euch unten an. Aber der ist halt auch nicht so schnell unterwegs wie der Bubikopf. Die treffen jetzt hier schon fast aufeinander. Ich schätze mal, der Bubikopf würde sie irgendwann komplett überwuchern. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber hier auf der Schräge hat man eher das Problem, dass es immer sehr trocken ist. So, dann kommen wir zu meinen zwei Ananaspflanzen. Einmal da, einmal da. Wie man sieht, haben die hier leider so ein bisschen Schaden bekommen. Ich glaube, es ist Sonnenbrand. Ich glaube nicht, dass das Kälteschaden ist. Ich glaube, ich habe sie zu schnell nach draußen gewöhnt. Ja, und das sind halt echte Ananaspflanzen, selbst gezogen aus dem Shop von einer Ananas. Und wenn es gut läuft, die sind jetzt 3 Jahre alt. Man sagt so, ab 3 Jahren können die anfangen zu blühen und dann halt auch Früchte zu tragen. Dass ich so vielleicht in 3 oder 4 Jahren dann meine erste Ananas ernten kann. Also nicht in 3, sondern im 3. oder 4. Jahr, also dieses Jahr, nächstes Jahr. Aber bis jetzt sieht es noch nach keiner Blüte aus. Ist nicht winterhart, muss halt immer rein. Deswegen halt auch der Sonnenbrand. Ich habe es zu schnell von drinnen nach draußen gewöhnt. So, machen wir gleich mal die zweite. Die jetzt noch ein bisschen übler erwischt. Da sehen die Blattspitzen halt auch nicht so schön aus. Aber es kommen halt in der Mitte wieder neue. Leider sieht man in der Mitte noch keine Blüte. Ja, dann habe ich hier 2 Zitronenpflanzen. Die eine ist aus dem Samen gezogen. Und noch eine zweite, die steht noch da hinten. Da hinten habe ich noch hinterm Gewächshaus ganz viele Pflanzen stehen, die ich so quasi in der Anzucht habe. Ja, die ist so fröhlich am Wachsen. Hier habe ich eine gekaufte Zitrone. Da kann man dann auch schön die Blüten sehen und hängt hier auch schon eine grüne Zitrone. Die Sonne nervt gerade, oder wie gesagt, die Wolken. Mal Sonne, mal Schatten. Also jetzt kann man es eigentlich sehen. Ja, die ist auch veredelt. Das kann man dann hier sehen. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Hier an der Stelle ist sie veredelt. Und das will ich eigentlich auch noch mit der machen, dass ich die versuchen will zu veredeln. Weil ihr kennt das ja, die sind, das ist halt wie mit Äpfeln oder Birnen, die werden von anderen Pflanzen bestäubt, also von anderen Zitronen. Und dann heißt es nicht, dass dieselbe Zitrone aus der Zitrone wächst, die man geerntet hat. Sprich, dass der Kern anderes Erbgut hat als die Zitrone an sich. Und dann kann es sein, dass man eine bittere Zitrone hat oder so. Deswegen werde ich die dann versuchen zu veredeln. Die hat ja ein paar mehr Zweige. Da will ich erstmal einen Zweig für opfern. Und wenn der angewachsen ist und das funktioniert, dann wird der Rest weggeschnitten. Und dann habe ich die auch veredelt. So, hier die zweite Handpalme, das ist übrigens die Trachycarpus fortunae, genauso wie die anderen, die ich hier habe. Ich habe noch drin in der Anzucht, er sagt auf der Terrasse, ein paar Trachycarpus wagneranius. Da wird es nochmal extra Video zu geben. Ja. Und die neuen Blätter sehen halt richtig schön aus, schön groß. Bin ich gespannt, wo die Reise dahin geht. So, dann kommen wir jetzt zu unseren Gartenjuckers. Das sind Yucca filamentosa. Die habe ich euch auch im Video gezeigt, wo ich glaub, die Bananen und so eingepflanzt habe. Ne? Da kann man ja auch sehen. Und wie man sieht, sie sind zwar halt noch grün, schieben aber keine neuen Blätter. Die da hinten sehen nicht mehr so gesund aus. Und eigentlich sind es auch keine stammbildenden Yuccas, so wie diese Yucca rostrata. Aber die hat halt so einen kleinen Stamm, deswegen fand ich sie so mega cool. Und habe hier meinen Eltern geklaut aus dem Garten. Und man kann jetzt sehen, nebenan kommt ein kleiner neuer Trieb und ich denke mal, viel mehr wird diese Pflanze auch nicht machen. Ein paar neue Ableger bilden und das war's. Die hat schon einmal geblüht, da sieht man noch den Stumpf, hat mein Vater so abgeschnitten. Ja, und dasselbe Spiel da drüben. Dann wachsen hier wild aufgelaufen, zwischendurch überall so kleine Pflänzchen. Das sollten Hibiskus sein.
Die standen ja hier, falls ihr euch noch erinnern könnt. Die wachsen jetzt da hinten auf dem Hang. Sollen mal so Sichtschutz werden. Ja, und die haben sich ordentlich ausgesamt und die wachsen jetzt überall zwischen. Die will ich jetzt mal noch ein bisschen wachsen lassen. Hier nachher ein paar raussuchen. Ja, und dann mal gucken, dass ich hier oben noch die Hecke ein bisschen vervollständige. Und dann, ja, kann man immer mal gebrauchen. So, hier sind die anderen beiden, Trachycarpus. Hier haben wir noch eine zweistämmige, die sieht auch ganz interessant aus, finde ich. Dann kommen wir zu der Yucca rostrata. Die hatte ich auch in dem einen Video gezeigt, wo wir die anderen Yuccas mit dem Boden gebracht haben und die Bananen. Ja, ich hätte sie noch nicht so viel getan seit dem Pflanzen. Da habt ihr auch gesehen, wie die Wurzeln aussahen. Das war gefühlt ein frischer Kopfsteckling. Ich habe mich da noch ein bisschen informiert. Das sind quasi die schnell gezogenen, einfachen Kopfstecklinge. Die sind immer noch so leicht bewurzelt. Ja, war so ein bisschen fail, dafür war sie halt günstiger. Aber ja, ich hoffe, die kriegt noch die Kurve und wird noch ein bisschen mehr Blätter schieben. So, dann kommen wir hier zu den Bananen. Da hatte ich euch ja erzählt, dass ich eigentlich eine mehrstämmige Banane bestellt hatte. Es aber nur eine einstämmige Banane ankam. Das ist die da in der Mitte, die ausgepflanzte, nicht die im Topf, das ist nochmal eine andere. Und ja, da hatte ich mich beschwert gehabt und hatte ich eine neue bekommen. Ich hatte dann sogar 4 Stämme. Die habe ich hier auch einmal in eine Reihe gepflanzt. Hier hatten sie mehr Platz. Der eine sieht nicht so schön aus, da bin ich leider drauf getreten. Ja, aber die anderen, die kommen jetzt so nach und nach. Ja, und die ich zuerst bekommen habe, sieht schon nach einer kleinen Bananenpflanze aus. Ja, das sind Musabasio. Sind so halb winterhart, die muss man halt im Winter köpfen, dann schön einpacken und dann überstehen die eigentlich den Winter auch. Ja, können richtig groß werden, 4-5 Meter. Und ja, deswegen habe ich die immer von da vorne weggenommen nach hier vorne. Und dann können sie hier so einen kleinen Wald bilden. Die eine, falls sie sich nicht mehr berappeln sollte, jetzt ist es wieder hell geworden. Falls die eine sich hier nicht mehr berappelt, so wie es gerade aussieht, werde ich dann die da noch rübersetzen. Dann sind die ein bisschen wieder kompakter und haben noch ein bisschen mehr Platz in anderen Pflanzen. Dann haben wir hier die nächste Banane. Davon habe ich noch eine größere, die steht vor dem Haus. Das ist die Down Cavendish. Die schiebt ja auch neue Blätter. Sieht ganz cool aus vom Muster. Ist nicht winterhart, also die ist deswegen auch in dem Topf, weil die dann zum Winter wieder rein muss. Das ist auch die sogenannte Zwerg-S-Banane. Davon erhoffe ich mir wirklich, wenn ich drinnen noch den guten Bedingungen schaffen kann, dass ich dann da wirklich mal kleine Mini-Bananen von ernten kann. Wie gesagt, davon habe ich noch eine zweite, die ist noch ein bisschen größer, steht vor dem Haus. Und ja, die werden dann zum Winter irgendwie wieder reinziehen müssen. So, da haben wir wieder so einen größeren Kandidat, der aber auch im Topf steht. Ihr könnt es euch denken, er ist nicht winterhart. Also kann bis minus 7 Grad an. Das ist die Washingtonia robusta, sprich die Washington Palme oder Pretty Goat Palme. Hat mehrere Namen. Ja, sieht ganz cool aus und soll richtig schnell wachsen. Also so Wedelpalmen angeht, dass sie richtig schnell unterwegs sind. Also wenn man die auspflanzen würde, würde man da richtig Spaß haben. Nur ist es halt extrem schwer, die dann zu überwintern. Man müsste die halt richtig krass einpacken, beheizen und so. Das ist halt auch schon sehr viel Aufwand. Deswegen habe ich die im Topf. Und dann muss ich die zum Winter irgendwie wieder reinkriegen. Ja, man sieht, kommt auch ein schöner neuer Speer in der Mitte raus. Da gibt es dann bald den nächsten schönen Wedel. Das soll schon gewesen sein. Kurzes Video, so wie hier der Garten aussieht. Und wie gesagt, schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das findet. Solche Videos, wo ich einfach nur auf Fragen eingehe von euch. Wird es nicht so jedes Mal so ein ausführliches Video sein. Manche Fragen werde ich einfach nur erzählend beantworten, dass man mehrere Fragen in einem Video unterkriegt. Und ja, aber heute wollte ich es gerne eh mal machen. Hat dann gut gepasst mit der Frage. So, wie immer an der Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen da. Abonniert den Kanal auch gerne, verpasst ihr keine weiteren Videos. Würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich, hoffentlich, kommenden Mittwoch wieder. Und ja, jetzt kommen die Outtakes. Viel Spaß damit. Moin Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So, heute möchte ich einmal auf eine Frage eingehen. Mensch, wie heißen die denn da? Das da. Oh, kann mir jemand verraten, wie diese Pflanze heißt? Mir fällt es nicht ein.